Ja, hallo zusammen, ich bin FuchsKumm und Sonntag 70 mit einem weiteren Gastreplay. Und nach einiger Zeit ist mal wieder dabei, wir Blood Range 14 aus dem Clan Krawall mit dem 8er Premium Panzer der Chinese. Da ist ein Heavy, der BZ-176, glaube ich, gab es jetzt in der Weihnachtsboxen, weiß ich nicht. Ich habe Weihnachten nicht gespielt. Ja, 8er, 7er, 6er Gefecht hier auf Bergpass im Südosten gestartet. Und wir haben hier 4 8er, 5 7er, 6 6er, dort 7 Heavys, 3 Mittelpanzer, 2 TDs, Einheit, zweimal die Arti. Ja, der Panzer hat ja diesen Turbo, den man immer drücken kann, der nicht für 7 Sekunden hier ist. Ja, guck mal, Munitionsverteilung, was hat dann hier eigentlich? Ist das hier die Premium-Sprenggranate? Jawohl, 800 Damage, 225 Durchschlag. Der hat nämlich nur AP mit 208 Durchschlag und 650 Damage und die Premium HE, wie gesagt, mit 800 Damage, 225 Durchschlag. So, der fährt hier gleich rüber, über die Brücke. Ja, Feldausrüstung habe ich gesehen. Auf der Position 1 Lüftung, Position 2 Ansetzer, Position 3 vertikaler Stabilisator und mit Detektive eingesetzt. Ansetzer auf Position 4 habe ich mich gerade verhaspelt. Dann haben wir hier großes Red Kit, großes Big Kit und natürlich Ration für die chinesische Crew. Na, ich kenne diesen Panzer gar nicht. Nur von einem großen YouTuber wieder vorgestellt wurde kurz. Rums! Tja, erstmal den T-34-85M nach Hause geschickt. Ab in die Garage. Nächstes Game für ihn. Aber nicht mit diesem Panzer. Jo. War schon mal ein Leckerbissen. Jetzt hier T-25-2. Oh, ist der blind. Ja. Der nächste Kandidat. Blattschuss weg. 850 HP. Hier kommt der Type 59. Jawohl, erstmal hier an die Kette fahren. Der schießt daneben. Ja, Reloadzeit ist extrem. Ja, M44 schreibt ihm, er soll die Stellung aufgeben. Ja, Reloadzeit extrem lang hier bei diesem Panzer. Ne? 24 Sekunden, aber hier den nächsten Kandidaten erstmal nach Hause geschickt. Ja, nicht schlecht hier den Type 5916. Nein, war nicht der Type 59, war nur der 5916. Der Type 59 ist ja, orgelt ja hier noch rum. Boah, nächste Kandidat hier in die Heimat geschickt. Vierter Kill. Ja, Wahnsinn, was für ein Monster hier. Ja, jetzt hat der Type 59 doch Respekt und zieht sich zurück. 4 zu 3 steht er schon. 3119 Damage. Na, jetzt wird er frech. Ja, penetriert ihn hier in eine Kette. Wurde auch schon... Nächste Treffer. 792 HP bleiben ihm noch. Mission kommen wir gleich dazu. Müssen wir uns mal aber ein bisschen beeilen. Habe ich irgendwas vergessen zum Panzer zu sagen? Ja, wie gesagt, Reloadzeit 24 Sekunden, hat durch Ansätze natürlich ein bisschen verringern können. Einziehzeit 3,3 Sekunden, ne, 30 Grad vorwärts, 15 rückwärts und 10 Grad kriegt der Kanone unten. So viel dazu dem Panzer. Ich bin jetzt schon in der Zeile verrutscht. 6 zu 3 steht es. So, Type 59. Auto eben drauf. Und erstmal 797 in die Seite vom Type 59. Da zieht er sich zurück. Wir gucken mal schnell nach der Mission. Das ist hier Union 6. Halt mich jetzt nicht auf. In Richtung Objekt 279F. Ja. Das ist hier wie das Brezelbacken. Zack. Raus damit. Nächster Kandidat. Fünfter Kill. Type 59 auch nach Hause geschickt. 8 zu 3. 4159 Damage. Da hinten ist dieses Schweineisen VK 100 01P. Was haben wir hier? VK 3601H. Ja. Der kann auch gleich nach Hause gehen. Oh. Arti. Tschüss. Ja. Sechster Kill. Krieger in der Tasche. Arti ausgeschaltet. Die S51. So, der VK 3601H. Ist noch ein bisschen übermütig hier. Der sollte sich ganz schleunigst zurückziehen.
Ah, okay, an die Kette geschossen. Aber das war sein letzter Schuss. Nee. 776. Aber der prallt ab. Ja, was will denn dieser Sechser schon ausrichten hier gegen diesen dieses Monsterteil? So, 17 Rammschaden. Da hinten ist noch ein VZ441. Meine Güte, hier geht aber die Post ab. Und zack, ab. Siebter Kandidat in die Garage geschickt. 5333 Damage. Ja, der VZ441 prallt ab. Oh. Oh, 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 762 in die Unterwanne. Ja, und damit ist das Game zu Ende. Wir sehen uns in den Stats. Das ging aber fix hier. So, dann kommen wir zu den Stats dieser schnellen Runde. Ja, Überschrift BZ176 Ace Tanker. Sorry. Ja, das ist so ein bisschen makaber, ne? Ja, was für ein Teil. Ja, gegen Sechser sowieso, aber auch der Type 59, da hat es gut gelernt. Ja, 7 Kills, ja. Einfach mal so weggeblasen. Ja, und kommen wir mal zur Ausweitung hier. Wir haben hier das Panzer, dann haben wir hier Schläger, Duellant, Wirkungsfeuer, 246.117 Credits, XP kommen wir später, 25 von Anleihen, dann haben wir das Großkaliber und natürlich die Top Gun ab den 6. Kill. Dann geben wir einen Teamscore, 6.095 Damage, 7 Kills, 1.693 Basis XP und dann geben wir einen dritten Report rein, 10 mal geschossen, 10 mal getroffen, 10 mal durchschlagen. Ja, glatte 100%, ja, und dann haben wir hier 1110 hat er noch geblockt, gefahren ist er 1,8 Kilometer rund, dafür gab es 109.385 Credits, der Missionsbonus 82.039 Credits dazu, absolute Repair, Munition, Ration und Kit, bleiben 127.604 Credits über, das Ganze nicht mal 6 Minuten, dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg auch noch und Bonus fürs Premium-Fahrzeug 254 XP, macht 5334 XP und 256 freier V. Ja, sattes Teil. Schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, so eine Dinger sind immer gut. Blattschuss weg, Blattschuss weg. Ja, ein nach dem anderen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.